Okay, wir haben jetzt hier die neue iPhoto-Version für iPad, also iPad und iPhone, das gibt es auch für das iPhone. Hier ein paar kleine Bildbearbeitungsfunktionen. Zum Beispiel habe ich hier ein Bild, das jetzt nicht allzu gut ausbelichtet ist. Ich habe jetzt hier so ein Auto-Correction-Tool, das kennt ihr, Auto-Enhance, das hat fast jede Bildbearbeitung, die holt halt die Tiefen und die Höhen ein bisschen raus. Ich kann aber auch das Bild beschneiden und was ein ganz nettes Feature ist, dass ich das mit dem Accelerometer, machen wir erst diese automatische Horizonterkennung. Mit einer Linie stellst du mir den Horizontgrad, also der wird erkannt und mit einem Tipp wird das Bildgrad gestellt. Ich habe auch die Möglichkeit, mit dem Accelerometer das Bild auszurichten. Das ist vielleicht eine Spielerei, aber es ist ganz nett. Oder dass ich eben hier mit dem Drehrad, wenn ich es dann treffe, das Bild entsprechend grad stellen kann. Das war das eine. Dann haben wir hier noch andere nette Bearbeitungsmöglichkeiten, zum Beispiel, wenn jetzt ein Bild hier sehr dunkle Bereiche hat, kann man das hier einfach, also sehr intuitiv einfach hier das Licht anheben. Gerade in der dunklen Stelle, ich weiß nicht, ob es im Video entsprechend rauskam, aber man konnte hier eigentlich deutlich was rausholen, und zwar auch nur in dem Bereich, den man gerade angetippt hat. Okay. Oder auch da oben jetzt zum Beispiel, das wird man jetzt hier auf dem Video nicht so sehen, das sind leichte Differenzen, aber es sind sehr nette und intuitive Möglichkeiten, Bilder zu bearbeiten. Hier war jetzt die Sättigung aktiviert, ich kann hier unten verschiedene Optionen habe ich eben und das war jetzt die Bildsättigung und dergleichen. Okay, und da oben habe ich noch die Möglichkeit, so eine Vor-Zurück-Ansicht zu machen. Dann haben wir jetzt hier noch das Gesicht und hier kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte die Hauttöne aufbessern. Hab hier die Möglichkeit, verschiedene Pinsel auszuwählen und kann mit diesem Pinsel frei ein Bild bearbeiten. Sie hält jetzt quasi das Bild hier auf, mit einer Pinselspitze gewählt und ich wische einfach drüber und die Bereiche, die ich überwische, die werden quasi entsprechend angehoben. Dann haben wir hier jetzt noch die Möglichkeit, dieses Journal zu erstellen. Das haben wir in der Keynote schon gesehen, also so quasi eine Webseite mit Bildern, die ich dann an Bekannte und dergleichen schicken kann. Habe hier eine Bildanordnung, die ich jederzeit verändern kann und dergleichen. Kann die Bilder dann auch einzeln durchtippen und durchwählen. Und wir haben auch gesehen, ich könnte da jetzt Notizen und dergleichen hinzufügen. Also ein sehr, sehr nettes Feature. Und dann nehme ich das iPad nochmal in die Hand, das neue iPad. Sieht eigentlich genauso aus wie das alte, wie das letzte. Man erkennt es wahrscheinlich an der etwas größeren Kameralinse da hinten. Und wer es weiß, ist ein Tick dicker. Aber man merkt es nicht. Ich glaube, das muss man wissen.